Hallo, hier ist Christoph von TemTech.de und wir sind hier am Stand von Lenovo beim CES Unreal. Und wir haben ein sehr interessantes Produkt gefunden, das Lenovo IdeaPad Yoga, aber ein spezielles, das Lenovo Yoga 11S. Das heißt, es ist eine Intel Core-Variante und das schon mit dem ganzen neuen Prozessor, den Intel Core Y, der stromsparender ist mit 8 Watt. Und ihr seht hier, der Formfaktor ist gleich geblieben. Das ist nur ca. 1 mm dicker geworden oder 1,5 mm. Trotzdem 11,6 Zoll. Wir haben hier auch diese Lüftungsschlitze im Vergleich zum normalen Wind mit Windows RT. Und somit ein sehr interessantes Gerät, denn ihr könnt hier einen Prozessor von i3 bis i7 bestellen. Das Ganze gibt es mit 4 GB RAM, mit einem Speicher, SSD-Speicher bis zu 256 GB und eben dieser schöne Formfaktor. Und natürlich auch mit den gleichen Funktionen, was als Stand funktioniert oder eben in dieser Form beziehungsweise als vollwertiges Tablet. Und dann halt wirklich mit dem Core-Prozessor, damit man auch wirklich genügend Leistung hat. Und das Spezielle auch, die Akkulaufzeit sollte dann trotzdem bis zwischen 6 und 7 Stunden betragen, also je nach Nutzung. Vom Display her, gleiches Display, 11,6 Zoll, eine Auflösung von 1366x768 und natürlich IPS-Panel, was leider nicht so hell ist, wie wir das auch in unserem Review des Lenovo IdeaPad Yoga 11 schon erwähnt haben. Ansonsten wirklich sehr geniales Gerät. Von den Anschlüssen hier der Lader bzw. ein USB-Port. Hier ist ein SD-Slot. Auf der anderen Seite hier ein HDMI-Ausgang und ein USB 3.0-Port. Hier ein Multitouch-Trackpad, was auch sehr gut funktioniert. Und wie auch schon gesagt, der schöne Formfaktor hier mit den vielen Funktionen. Vom Preis her, das Ganze wird ab Mai ausgeliefert werden, sollte in den USA zumindest ab einem Preis von $799 beginnen. Es wird dann auch in Europa sein, aber ich nehme mal an, für 799 Euro für ein Intel Core Y i3 mit 128 GB und 4 GB Speicher. Das war's, hier ist Christoph von TemTech.de und bis zum nächsten Mal.